Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute zufälligerweise beim Einkaufen bei Norma diese Bengalfeuer von Nico Feuerwerk gefunden. Eins hat 2,99 € gekostet. Es gibt zwar noch die weiße Farbe, das weiße Bengalfeuer, das hatten die leider nicht mehr da. Aber ich habe einfach mal alle mitgenommen, die sie da hatten. Und die sind in Kategorie F1 eingestuft, also Jugendfeuerwerk. Und ich würde sagen, passend zur Fußball-WM werden wir die jetzt einfach mal testen. Also viel Spaß mit dem Video. Okay, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit dem Grünen. Warum auch immer hier eine rote Kappe drauf ist. Also nimm dir einfach mal das Grüne. Kannst du mal kurz an die Seite gucken, wie viel NEM die haben? Die haben 20 Gramm NEM, jedes von denen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem Grünen. Lass gleich mal die Kappe abmachen. Ja, und dann würde ich sagen, ja, zünd's einfach gleich mal an. Los geht's. Warte, halt's mal still. Ah, ja. Machst hier wieder Faxen. Ja, ist wirklich cool. Also muss man sagen, für F1 auch sehr schön. Geht auch nicht heiß. Wird auch nicht heiß, ne, beim Halten. Also man kann die auch easy in der Hand halten. Sehr, sehr schön. Bunsenbrenner. Okay, na dann mach mal weiter mit dem Gelben. Also das Grüne war ja schon sehr schön eigentlich. Also muss man sagen, war wirklich in Ordnung. Nimm dir mal das Gelbe. Auch dieses Rohr hat, oder dieser Bengalo hat 20 Gramm NEM. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Los geht's. Ist jetzt eher rot, oder? Schaut so orange-weiß aus. Halt's mal still. Ist aber auch nicht recht hell, ne? Ich hatte auch nicht so viel Kraft wie das letzte. Also. Das Grüne war da wirklich besser. Schwing das mal so ein bisschen rum. Nee, also das Gelbe, ich weiß nicht. Echt komisch. Das ist nicht so toll. Aber es brennt länger, oder? Ja. Okay. Ja gut. Also gut, das war jetzt weniger gelb. Es war jetzt eher rot, finde ich. Aber das Rote kommt ja auch noch. Mach mal direkt weiter mit dem Blauen. Der Golden glüht. Mach mal direkt weiter mit dem Blauen. Schauen wir mal, ob dieses hier blau sein wird. Ich bin gespannt. Also grün war echt gut, aber das Gelbe jetzt, ich weiß nicht. Oh ja. Oh ja. Ja, das ist schön. Oh, das ist geil. Echt schön. Ja, das ist wirklich, das ist echt, wow, das ist echt cool, ja, muss man sagen. Irgendwie sind sie locker. Echt? Ja. Ist die Füllung locker. Das ist cool. Okay, das war aber viel kürzer. Alles klar. Kommt da noch was raus? Nee. Nee. Okay, das war viel kürzer. Krass. Naja, und dann als letztes habe ich jetzt noch das Rote. Da bin ich echt am meisten gespannt, weil Rot sollte am besten rüberkommen. Jetzt schauen wir einfach mal. Bin ich mal echt gespannt jetzt. Also das Blaue und das Grüne haben mir sehr gut gefallen. So, jetzt das Rote. Oh ja. Oh, das ist hell. Das ist hell. Ja, das ist das Beste. Burbaska.
Kroatien. Ja, das ist wirklich das Beste. Ja. Komm mal ein bisschen näher. Oh, bringt Bauern auf, so. Oh. Oh. Alter, was ist das? Ein römisches Licht? Was geht ab? Krass. Also das war das Beste, wirklich. Ich würde sagen, das Rote war das Beste, danach das Blaue, dann Grün und dann Gelb. Ja. Also wirklich, wirklich geil für F1, muss man echt sagen. Also wirklich schöne Teile für 3 Euro das Stück bei Norma. Schaut einfach nochmal am Montag oder ab Montag, ob ihr die noch bekommen könnt. Also wie gesagt, die gibt es noch dort anscheinend. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Video. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute entdeckt bei Norma, dass es diese Bengalfeuer von Nico Feuerwerk gibt. Ich habe pro Stück für heute beim Norma diese Bengalfeuer von Nico Feuerwerk entdeckt. Eins bekommt ihr für ungefähr 2. Diese Bengalfeuer von Nico Feuerwerk entdeckt. Da kriegt man für 1, müsst ihr heute zufälligerweise beim Einkaufen bei Norma gefunden. Eins hat ungefähr gefunden. Eins kostet 2,99. Ihr müsst einfach mal gucken. Vielleicht gibt es die noch.